Zack, Becker lebt. Endlich. Endlich, Leute. Endlich. Da ist der Genussschlag. Gott, ist das schwierig, die durchzukriegen, ey. Alright. Willkommen zurück zu Clash Royale. Die Balancing-Änderungen haben sich ja als wahr herausgestellt. Sprich, Packer ist jetzt wieder ein bisschen stärker, schwächer. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein Buff oder ein Nerf ist. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, der braucht jetzt nur noch eine Sekunde, beziehungsweise die braucht nur noch eine Sekunde statt drei Sekunden. Das hat Vorteil in der Defensive. Gut gegen Royal Giant, gut gegen Elite Barbaren, gut gegen Hog Rider zum Teil auch. Schlecht für die Offensive, weil du jetzt weniger Elixier pumpen kannst durch die weniger Sekunden, dass es braucht zum Laufen. Deswegen ist es so ein Hin und Her, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht so ganz, ob das perfekt ist. Ich habe mir wie gesagt Packer und Sohn Deck zusammengestellt, ja. Hatte ich schon mal ein bisschen Variation. Gift teste ich auch mal aus. Statt den Henker habe ich den Magier genommen, weil der Henker wurde ja genervt. Und der ist sowieso bei mir auf Level 4 und so weiter. Wir machen kurz die Gratisruhe auf und kriegen Next. Und springen mal in meinem Match rein. Mal gucken, wie sich das Deck bewährt. Bisschen Packer-Liebe. Ich liebe Packers. Ne, ihr kennt mein Deck. Ich glaube, die Stanianer besteht fast nur aus Packer-Liebe. Aber lese ich auf jeden Fall in den Kommentaren ab und zu mal das von wegen irgendwie. Packer ist die Karte der Stanianer. So, und jetzt sehen wir schon das erste Beispiel eines schnellen Packers. Und das ist gegen Schnitzel. Bams. Guckt euch das an, wie er dieses Schnitzel prügelt, ey. Nicht mal ich abends prügel mein Schnitzel so stark wie die Packer. Alright. So, jetzt müssen wir abwägen. Magier oder lieber Eisgolem? Weil ich würde lieber auch Gift hier setzen. Weil Gift ist giftig. Ha. Ah. Egal. Obwohl, nee, so egal ist es nicht. Komm mal, zack, verdammt. Ja, hätte besser sein können, der Push, aber das ist auch nur... Deswegen finde ich nicht so ganz wirklich, dass der Packer wieder OP wird. Nur weil er jetzt schneller startet. Der startet jetzt zwar schneller, ist ja schön und gut, aber... Macht es ihm dadurch besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Der hat ganz andere Probleme und was ist das denn für eine Doppelkombo? Wombo-Kombo. So, der hat Schnitzelreiter und Royal Giant. Das ist schon ein bisschen giftig. Das ist giftig. Kann man echt nichts gegen sagen. So, mal gucken, ob er abwehrt. Ja, tut er. Sepp des Todes. Kriegt er einen Bums raus? Er kriegt einen Bums raus. Nice Ding. Ich liebe Bums. Und der Mega Minion stirbt, aber wahrscheinlich wird gleich ein Schnitzelreiter kommen. Soll ich doch lieber Feuerball nehmen? Weil jetzt hätte ich Bock auf einen Feuerball. So richtig schön knusprigen Feuerball ist echt nicht ohne. Ah, verdammt. Verdammt, Boogies, ey. Ihr nervt. Ihr nervt. Und der Eis. Der Magier ignoriert das auch noch. Ist prickelnd. Ist prickelnd. Aber ey, der Magier, guckt mal links. Guckt euch mal links an. Der ignoriert den. Also, kleiner Tipp, ignoriert den Magier nicht. Der macht verdammt viel Schaden. Hat er getan, fand ich gut. Natürlich hat er jetzt auch ein bisschen Elixier gespart. Wenn er schlau ist, ja, wollte ich gerade sagen. Wenn er schlau ist, wird er jetzt rechts einen Push starten. Weil Packer kriegt er locker durch Skelett an mir abgelenkt. Ist halt nicht so schwierig. So, zwei Packers. Zwei Packers, Bom Bom. Mr. Bombastic. Alles ist fantastisch. So. Könnte vielleicht was werden, wenn wir jetzt noch einen wunderschönen Poison setzen. Wofür ich aber... guckt euch das an. Mein ganzer Push ist tot. Nur wegen ein paar Einheiten. Und vielleicht kommt irgendwas anderes. Zack, da kommt schon wieder Royal Giant. So, ist aber... Boah, der macht links, aber rechts aber Damage. So, come on. Eismagier, Magier, tut euren Job. Nein, hätte ich zappen sollen? Ja, habe ich gemacht? Nein. Und jetzt kommt noch der da. Kriege ich das noch hin? Auf die Schnelle? Zack. Es könnte knapp werden. Zack. Der hat den Turm rechts geholt. Obwohl ich links die totale Offensive habe, hat er rechts trotzdem den Turm geholt. Klasse Deck. Funktioniert super. Die Offensive war ja nicht mal schlecht. Da war Packer, Mini-Packer, Eismagier, Megalakain dran und alles hat er ignoriert. Und der Royal Giant snackt mal eben rechts den Turm ab. Gott, ich nehme Feuerball dran. Mal gucken, wie sie schlägt. Springen wir im Match rein gegen Nils von Radioactive. Auch Level 11. Ich habe, glaube ich, schon seit Ewigkeit. Doch, Level 10er schon. Aber es ist das erste Ladder Reset gewesen und ich sehe keine Level 10er. Ja, nichtsdestotrotz, Packer, es hat ein großes Grundproblem. Und das nennt sich einfach, der ist zu leicht so abzulenken. Es ist super leicht abzulenken. Sage ich schon seit Jahren. Seit es Packer, sage ich mal, aus der Meta verschwunden ist, sage ich das schon seit Ewigkeiten. Juckt keine Sau. Hauptsache, Hog Rider bleibt so stark, wie er immer ist. Es wird nichts geändert an dem. Er hat immer noch mehr als genug Power. So, zack. Pack, seht ihr? Ein Holzstamm und Musketiere. Ein Holzstamm und Musketiere hat ausgereicht, dass der Packer überhaupt nicht an den Turm drankommt. Okay, Megalakain war noch drüber und so weiter. Aber zählt das? Bringt das was? Es ist ja Fakt, dass es der nun mal zu langsam ist. Golem hat wenigstens noch massiv HP, der kommt durch.
Und der Riese kostet nur 5 Elixier und nicht 7. Von daher gleicht sich das aus. Ja, ja. Ich zähle nur die Probleme auf von Pekka. Und er hat Probleme. Aber Supercell will es nicht einsehen. Hauptsache, Hawk Rider bleibt stark. Hawk Rider bleibt stark. Hawk Rider bleibt sehr stark. So, versuchen wir mal diese Geschichte. Mal gucken, ob es was bringt. Kommen die Elite-Barbies. So, Mega-Leg-Minion stirbt. Sehr schön. So, Pekka lebt. Okay, mit etwas Glück müsste ich diesen Turm holen. Außer Holzstamm kommt jetzt. Ne, tut es nicht. Aber wir können die Musketieren und das hier treffen. Finde ich gut. So, geht doch, geht doch. Was lacht da rum? Mute. So, zack. Okay. Ein Turm habe ich geholt, aber der hat jetzt ein bisschen rumgepumpt. Hat jetzt noch eine Pumpe rausgehauen. Wir gehen jetzt auf links. Wir gehen auf links. Ich befürchte, der hat irgendein Golem-Deck. Golem und Elite-Barbaren könnte es sein. Könnte echt sein. Könnte aber auch ein Hawkrider sein. Ich meine, ich rieche immer Hawkrider. Der Schnitzel ist nicht weit. Zack, zack, zack. Wird da irgendwelche Elite-Barbaren sitzen? Ah, ein Giant. Stinknormales Giant-Deck. Okay. Nix Wildes. Okay. Okay, okay. Er vernachlässigt sie jetzt erstmal links. Ne, tut er nicht. Tut er nicht. Oh, Gift. Ich brauche mal hier Feuerball. Danke. So, kommt auf jeden Fall nicht durch. Kommt auf jeden Fall nicht durch. Pekka aber auch nicht. Ja gut, zwei Elite-Barbaren plus Riese ist natürlich massiv Defense. Und schon die nächste, direkt der nächste Push. So, Pekka, 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 Pikachu, 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 Pikachu. So, come on, Eismagier. Ich fände den Scheiß aus dem Ding. So, Pekka, come on, come on. Du kostest 7 Elixier. Tu was für deine Kosten. Himmler Gott, ey. Das Ding ist langsam. So, so. Ach, das Match ist ja schon vorbei. Gott, ich streng mich hier noch an. Das war mehr Glück, ehrlich gesagt. Das wäre echt mehr Glück, dass er die Anfangsphase vergeigt hat. Hätte das jetzt in die zweite Phase gegangen mit den Riesen, hätte ich, glaube ich, mit dem Pekka auch nicht durchgekommen. Wir spielen gegen ein Match gegen Yamrain. Level 10 ist okay. Ist endlich mal etwas, was ein Ladder Reset wert ist. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich habe keine große Hoffnung mit dem Pekka, ehrlich gesagt. Schon wieder Schnitzel. Was haben wir heute? Schnitzelreiter oder was? Wir hatten schon im ersten Match einen Schnitzelreiter. Kriegt immer seine Hit raus. Ist auch scheißegal. Danach muss er auch nicht viel machen. Er setzt jetzt irgendwie Barbaren aus oder das Megalacker ein, passt schon. Kriegt sein Damage. Zack, Sepp auch noch. Zack, verpasst ein paar Ohrfeigen. Er muss jetzt mächtig Elixier ausgegeben haben, was ich versuche auszunutzen. Indem ich jetzt schon den Pekka aussetze. Nice, come on. Zeig Pekka, was du drauf hast. Wirst bestimmt von Barbaren, Elite-Barbaren, vielleicht auch von Grabstein abgelenkt und dann bist du sowieso tot. Okay, jetzt schon die Musketier-Valkyrie. Das heißt, sie wird auch eine Musketier-Kanone. Seltenes Blick. Seltenes Anblick. Und kriegt der Magier die Range hin? Nein, der kriegt die nicht hin. So, zack. Seht ihr? Seht ihr? Jetzt kommt Hawk. Jetzt kommt Hawk. Jetzt kommt Hawk. Der schnelle Hawk. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Ich spiele das Spiel lang genug, dass ich... das Pekka kriegt einfach nichts hin. Das kriegt einfach nichts hin. Kannst du noch so gut setzen. Kannst du noch so gut supporten, aber hinter dieser Masse kriegst du einfach nichts durch. So, Valkyrie. Ach, jetzt kommt der Hawk. Jetzt kommt der Hawk. So, wir setzen noch einen Mega-Lacker hinaus. Es ist unglaublich, wie stark Hawk Rider ist und trotzdem keinen einzigen Nerf kriegt, oder? Ich keine Ahnung. Ich meine, jeder sagt, dass jeder, den ich kenne, sagt, dass Hawk Rider absolut zu stark ist für seine Elixierkosten. Nicht umsonst ist es eines der Top 10 meistbenutzten Karten schon seit Jahrhunderten gefühlt. Seit das Spiel raus ist, ist der Hawk Rider eigentlich eines der meistbeliebtesten Karten. Warum? Bestimmt, weil er schwach ist. Bestimmt, weil er so schwer zu benutzen ist. Sonst würde den ja bestimmt jeder verwenden, ne? Naja, verstehen wir schon. Verstehe schon. Jetzt kommt die Kanone raus oder irgendwas anderes. So, zack. Ich weiß, dass... Da ist es. Da ist es. So, zack, zack, come on Magier, du bist die Hoffnung, du bist die Hoffnung, ein bisschen Damage, es bringt aber nichts, es kommt einfach zu viel Scheiße raus, viel zu viel Scheiße. So, come on, das verlangsamen wir ein bisschen, wir starten einen Push, zack, lauf vor und jetzt bitte irgendwas noch zwischen die Kanone, danke, das war ein super schönes Placement, das kommt mir gerade rechtzeitig. So. Zack, Pekka lebt. Endlich. Endlich, Leute. Endlich. Da ist der Genussschlag. Gott, ist das schwierig, die durchzukriegen, ey. Ohne Scheiß.
so viel Defense, so viel Kleinvieh, so viel Scheiß rauskommt. Guckt euch das an. Eine Einheit nach der anderen. Und der Packer lenkt sich einfach immer wieder ab. Und kostet dort sarte 7 Elixier. Das ist das Problem. Hätte er nicht den Fehler gemacht mit der Kanone und der Musketierin, dass sie dazwischen ist, im Feuerballreichweite, hätte der Packer wahrscheinlich nicht durchgekommen. Aber hey, er hat's gemacht, Glück gehabt. Das Deck finde ich jetzt nicht super prickelnd, ehrlich gesagt. Hat sehr viele Schwachstellen. Gerade Hawk Rider, ich weiß nicht warum, aber ich hatte, glaube ich, gefühlt gerade jedes Mal Hawk Rider. Erst so ein dritter Match, aber gut. Grabstein vielleicht statt Mini-Packer könnte eine gute Alternative sein. Mit Grabstein kannst du Hawk Rider auf jeden Fall abwehren. Aber ich brauche auch irgendwie Kampfholz gegen Skelettarmee, gegen Barbaren brauche ich den Feuerball, gegen zu viele Sachen brauche ich irgendwas, nur damit diese Tonne hier durchkommt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Packer OP wird, nur dadurch, dass er eine Sekunde, jetzt zwei Sekunden schneller rauskommt. Die Karte hat einfach ganz andere Probleme, grundsätzliche Probleme. Auch den Gift haben wir ja im ersten Match getestet, finde ich jetzt auch nicht. Ist immer noch okay, es macht schneller Schaden, sprich die Skelettarmee stirbt schneller, auch anderes Kleinvieh stirbt schneller. Aber ich glaube, Feuerball ist immer noch die bessere Alternative, ist auch leichter hochzuleveln. Ne? Ich habe bald Feuerball auf Level 9, da ist es schon wieder stärker als der Gift, hat sich dann auch wieder gegessen. Dunklen Prinz habe ich jetzt gar nicht ausgetestet, aber ich glaube, auch da hat sich nicht großartig was geändert. Ich meine, habt ihr gerade einen dunklen Prinzen irgendwo gesehen? Nein. Dafür hatten wir zweimal Hawk Rider. Braucht der Hawk Rider einen Nerf? Nein, definitiv nicht. Wird ja nicht umsonst so häufig verwendet. Ne, verstehe schon, verstehe schon. Alright, Leute, der Packer wird getestet mit einer Sekunde. Die Tonne hat Probleme immer noch. Die braucht grundsätzlich andere Änderungen in meinen Augen. Dafür, dass das Ding episch ist, ist der Hawk Rider einfach noch viel zu stark. Warum? Ich hate den Hawk Rider gerade mehr als den Packer. Aber dieser Hawk geht mir einfach schon seit Monaten auf den Sack und immer wieder wird er gespielt und es passiert einfach kein einziger Nerf. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr den Packer feiert. Ob ihr den Packer schon getestet habt, könnt ihr mir gerne in die Runde in die Kommentare schreiben. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mehr Flosse. Flop.